Tassen willst du dir auch morgen am letzten Schultag nochmal Mühe geben? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, dass es sich lohnt, für die 6 Punkte Vorsprung, die wir haben können, auf den 3. Platz nochmal alles zu geben. Und ich denke, es ist immer schöner, wenn du mit einem Sieg und mit einem guten Gefühl in den Urlaub fährst. Und von daher werden wir natürlich alles geben, um das Spiel zu gewinnen und den Zuschauern ein vernünftiges Spiel zu bieten. Spürt man da so ein bisschen dann die Schwierigkeit, diese Spannung hochzuhalten, oder wird da viel mehr bei den Journalisten und im Umfeld drüber geredet als intern in der Mannschaft? Nein, wir sind alle heiß auf das Spiel. Wie gesagt, für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel. Ein Länderspiel ist immer wichtig für uns. Wir haben ein Heimspiel, das Stadion wird voll sein, und wir wollen uns mit einem guten Spiel und mit dem Sieg auch in die Sommerpause dann verabschieden. Thorsten, könntest du vielleicht denn mal kurz erläutern, wie das dann abgelaufen ist? Hast du dich mit Miroslav Klose ausgesprochen, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder sagt man einfach, da ist in den Zeitungen viel geschrieben worden, für uns ist das kein Thema? Kannst du mal einen Satz dazu verlieren? Nein, ich bin ja froh, dass Miro mal was sagt, wenn er mal ein Lebenszeichen von sich gibt. Es ist so viel Mist geschrieben worden über ihn in letzter Zeit, und da freue ich mich einfach, dass er mal Kontra gibt. Und ich habe da kein Problem, und ich stehe aber auch hundertprozentig dazu, dass ich, wo ich gesagt habe, wenn einer nicht mehr bei Werder spielen will, dann soll er gehen. Das ist aber jetzt nicht generell nur auf Miro, sondern ist allgemein so. Wenn ein Spieler unzufrieden ist, wenn er glaubt, er ist irgendwo anders besser aufgehoben, dann finde ich, dann soll er halt dann auch gehen. Und das ist meine Meinung, und ich denke, das ist auch richtig so. Ein unzufriedener Spieler hilft, glaube ich, niemandem weiter. Aber er hat Ihnen ja schon massiv was vorgeworfen, nämlich, dass Sie ein Opportunist seien, dass Sie sozusagen heute das sagen, morgen das. Haben Sie denn mit ihm jetzt mal konkret darüber gesprochen, und wie sehen Sie sich da selbst? Also ich meine, wenn mir jemand sowas sagen würde, wäre ich ja auch nicht glücklich drüber. Ja, das ist halt Miros Meinung. Für mich ist das uninteressant, was er sagt. Aber wissen Sie, ich habe eigentlich kein Problem mit Miro. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Aber das manchmal ist halt so, dann zopft man sich eben, und am nächsten Tag geht man trotzdem wieder vernünftig miteinander um. Thorsten, Sie sagten eben, ist eigentlich egal, was Miro Klose sagt. Das klingt jetzt nicht so besonders freundschaftlich. Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? Ich habe ein ganz normales Verhältnis zu Miro. Jetzt ist man sich in einer Sache nicht einig, schon wird hier irgendeinem was angetextet. Also ich kann ja nochmal sagen, ich habe null Problem mit Miro. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Und trotzdem ist das meine Meinung, dass ein unzufriedener Spieler halt den Verein verlassen soll. Und vielleicht sich auch dann nochmal klar äußern sollte. Und dazu stehe ich, und da werde ich auch morgen meine Meinung dann nicht wechseln. So wie er es immer sagt. Ja, Thorsten, dass vor so einem Spiel gar nicht darüber groß geredet wird, welche Auswirkungen das Fehlen von Michael Ballack, Schweinsteiger, Podolski hat, dass eigentlich alle überzeugt sind, trotzdem gegen die Slowakei ein gutes, erfolgreiches Spiel zu machen. Wie sehr kennzeichnet das auch, dass die Mannschaft sich zum Positiven weiterentwickelt hat nach der WM? Ja, natürlich sind das wichtige Spieler, die ausfallen, aber ich denke, dass wir oft genug bewiesen haben, dass wir jeden Spieler ersetzen können. Und das ist vielleicht auch eine Stärke der Mannschaft, dass wir dann trotzdem wissen, was wir können, und auch zusammenhalten. Und mit dem Selbstvertrauen, was wir haben, und mit der Euphorie, die hier herrscht, die Zuschauer peitschen uns immer nach vorne, und da ist es schon sehr schwer, gegen uns zu bestehen. Egal, wer da auch jetzt ausfällt, oder auch egal, wer spielt. Wir haben trotzdem eine sehr starke Mannschaft. Der Bundestrainer ist ja jetzt nicht mehr da. Welchen Beitrag hat er geleistet daran, dass es so gut weitergegangen ist nach der WM? Ja, ein Riesenanteil natürlich. Der Jogi hat uns ja auch die Jahre davor begleitet und ist mit uns den Weg weitergegangen. Hat natürlich auch seine eigenen Sachen im Kopf, die er dann auch nach und nach umsetzt. Und ja, man sieht, dass er recht hat mit der Arbeit, die er macht, und wir uns immer weiterentwickeln. Und wir haben jetzt wir wollen uns für die EM qualifizieren, und mit der Mannschaft, die wir haben, haben wir eine gute Möglichkeit, da auch was zu erreichen. Und wenn wir unseren Weg weitergehen, dann werden wir da eine sehr gute Mannschaft haben.
Herr Frings, der Herr Löw hat gesagt, Sie beschäftigen sich jetzt im Prinzip jede Stunde bis zum Spiel mit der Slowakei. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wen gucken Sie sich genau an? Was machen Sie bis dann? Ja, wir haben ja eben eine Videositzung gehabt und wir wissen schon, die Slowaken haben sich total verändert gegenüber dem Hinspiel. Es sind fast nur neue Spieler dabei, junge Spieler. Aber ich denke, dass wir nur auf uns schauen sollten und unsere Stärken, die wir haben, auch versuchen ja, zu zeigen. Und dann werden wir das Spiel, wenn uns das gelingt, auch gewinnen.